Also unter Windows ist bekannt FAT16, FAT32 und NTFS, wobei die auch unter anderen Betriebssystemen funktionieren, aber die werden so in der Umgebung, was Windows und so weiter ist, häufig verwendet. Typischerweise tut man USB-Sticks oder SD-Karten zum Beispiel mit FAT32 formatieren, damit sie auch unter anderen Systemen funktionieren. Und es gibt dann, also Windows, und dann gibt es, bitte? Ja, ich wollte jetzt noch kurz Apple erwähnen. Dort haben wir hauptsächlich HFS und da gibt es noch so Varianten wie mit Plus und mit X hinten dran. Und unter Linux haben wir zum Beispiel EXT, EXT 2, 3, 4 und so weiter. Und noch diverse andere. Da gibt es wahnsinnig viele. Und bei CD-ROM und DVD gibt es zum Beispiel noch ISO 9660 oder UDF. Meistens kommt man mit denen nicht so in Berührung, aber die existieren einfach. Und dann gibt es für spezielle oder für Netzwerke gibt es noch spezielle wie AFP, NFS oder SMB. Aber das sind wieder so Spezialsachen.